Bauchi auf Sendung, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das wackelt aber ganz schön hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so an dem Tisch rumstoße. Ja, das ist hier im Moment jetzt gerade tatsächlich einfach noch so ein bisschen das Problem. Ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht und dann hatte die Kanton und ich habe vorgestern schon Testaufnahmen gemacht. Das war auch alles noch nicht so richtig zufriedenstellend. Ich arbeite jetzt halt einfach im Moment gerade noch mit der alten Technik, die mir zur Verfügung steht. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Also ich habe jetzt hier schon wieder einen Ausschlag. Ich habe auch eben Ausschlag gehabt auf dem Audio. Und dann war aber kein Audio da, als ich das Video dann schneiden wollte. Egal, macht nichts. Es gibt so ein bisschen was Neuigkeiten. Und ich wollte jetzt hier einfach mal so ein kleines bisschen erzählen, was ich jetzt hier auf dem Kanal so vorhabe. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne nochmal durchstarten, eine zweite YouTube-Karriere quasi anfangen, an der sich im Prinzip nicht viel ändern wird. Ich werde weiterhin meine Videos nicht monetarisieren, weil das für mich einfach immer schon genau das Problem war, dass wenn ich mich finanziell von YouTube abhängig machen würde, dann müsste ich ja auch entsprechend Reichweite haben, dann müsste ich entsprechend Klicks haben und um die zu bekommen, müsste ich einen Aufwand betreiben, der nicht vereinbar ist mit meiner Zeit zum einen. Und zum anderen wäre mir das auch, glaube ich, bisher überhaupt gar nicht möglich gewesen, meinen Kanal so authentisch zu halten. Und Authentizität bedeutet für mich vor allen Dingen, authentische Dinge passieren, ja, nicht geplant halt. Ne? Deswegen hat es von mir bisher eigentlich eher nicht geplant und stetig und immer wieder Content gegeben. Es bleibt soweit alles ungeskriptet, auch wenn ich jetzt heute in dieser ersten Folge tatsächlich 8 Seiten Text vorlesen möchte. Erkläre ich aber dann später noch, warum. Aber es ist halt eben ein Bauch hier auf Sendung. Ne? Das bleibt. Es wird einen Podcast wie diesen geben. Ich werde aber auch React-Videos demnächst machen, weil ich da viel und oft nachgefragt worden bin. Und ich möchte auch gerne, vor allen Dingen im Rahmen des Podcasts, sehr, sehr gerne andere Menschen auch zu Wort kommen lassen. Und das sieht uns ein bisschen doof aus, ne, mit meiner Klammer hier oben, aber damit hänge ich das immer hier an den Haken. Da hängt normalerweise mein, aber es ist egal, ne? Sehe ich auch so ein bisschen aus wie ein Teletubby. Fein. Gut, kein Spruch. Ne? also ich möchte vor allen Dingen in diesem Podcast halt eben tatsächlich vor allen Dingen, mir geht es hier nicht um Fakten. Oder so. Das ist immer schon Bauchi auf Sendung gewesen. Hier ging es immer schon vor allen Dingen um Bauchgefühl, was für mich Fakten tatsächlich gleichzusetzen ist. Weil wenn man einmal gemerkt hat, wie sehr man sich auf ein Bauchgefühl verlassen kann, was für eine tolle Führung das ist, das bietet.
im Ernst. Dann will man niemand anderem mehr hinterherlaufen. Und dann will ich auch niemand anderen mehr hören. Und ich möchte gerne hier selber und auch mit anderen Leuten im Prinzip einfach mal Kopf aufmachen und einfach mal mit Unterlaut aussprechen, was wir so denken und damit auch irgendwie so ein, ja, mich entgegen der gängigen Strategie verhalten, die überwiegend an den Tag gelegt wird von den meisten Leuten, die sich heute irgendwie öffentlich äußern oder positionieren. Ich habe keine Lust mehr. Habe ich noch nie gehabt, mir zu überlegen, was ich denn sagen möchte und wie. Ich bin schon sehr darauf bedacht, Klartext zu reden. Ja. Aber ich werde. Ja, und da überlege ich auch teilweise, wie ich etwas möglichst sinnvoll ausdrücken kann. Ich habe keine Lust, mir Gedanken zu machen, was so auszudrücken, dass sich da niemand potenziell dran stößt. Vor allen Dingen, wenn es dabei die ganze Zeit um Leute geht, die sich kategorisch an allem stoßen. Was soll ich denn dann da? Ja, dann lasse mich doch zerreißen. Das bin ich doch eh gewohnt. Kenne man doch. Ist doch nichts Neues. Und ich will damit halt eben auch so ein kleines bisschen das große Murmeln halt eben zelebrieren, wie es in 2020 die neue Erde beschrieben ist. Wer das nicht kennt, einfach mal auf meinem Kanal nach Bauchi liest 2020 suchen. Und da findet ihr mein Let's Read, mein Hörbuch zum Buch. Ja, 4 Stunden, 19 Minuten, wisst ihr, worum es geht. Wer verstehen will, worum es bei mir so geht, der ist gut damit aufgehoben, sich dieses Upgrade mal gerade zu ziehen. Weil aufbauend auf sehr vielen Gedanken aus diesem Buch sind halt auch viele Gedanken, die ich heute noch so von mir gebe. Ja, also, ne, der Plan ist, jeden Sonntag so 15 Uhr, glaube ich, einen neuen Podcast auf YouTube hochzuladen, ein React-Video pro Woche oder zwei zu machen. Das muss ich jetzt einfach mal schauen, wie sich das ergibt, weil es ist nach wie vor so, ich will nur dann was sagen, wenn ich was zu sagen habe. Ich möchte nicht terminiert irgendwas sagen müssen, weil jetzt wieder, das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Jetzt muss aber wieder ein Video hochgeladen werden. Ich muss jetzt irgendetwas sagen. Nee, genau da habe ich keinen Bock drauf. Das ist genau das, was ich nicht will. Was es auf diesem Kanal auch noch nie gegeben hat. Und das wird auch weiterhin bleiben. Ja. Und damit möchte ich überleiten zu meinem ersten Gesprächspartner, Gesprächspartnerin in dem Fall ist es sogar, die heute jetzt hier nicht anwesend ist, aber mit der ich vor 2-3 Nächten über WhatsApp ein Gespräch geführt habe. Und dann war die Diana auch noch mit dabei, also nicht dabei, aber in einem anderen Chatfenster Innerhalb meines Kontexts spielten diese beiden Gesprächspartnerinnen in dem Moment eine Rolle, weil das eine zum anderen führte. Ich hatte die Vivi, um die geht es, das ist meine Lieblingstätowiererin. Die hat mich letzten Sonntag und Montag hier am Kopf tätowiert. Und dabei haben wir auch schon sehr interessante, tiefgehende Gedanken verfolgt, so. Und im Rahmen dessen hatte ich ihr dann was geschrieben, was ich dann letztendlich der Lien, habt ihr gerade eben im Intro gehört, die hat so schön Bauchi auf Sendung, der Podcast gesagt. Die Liana habe ich mit der dann auch angeschaut und habe ihr geschrieben, was ich vorher der Vivi geschrieben habe. Dann habe ich der Vivi geschrieben, was ich der Liana geschrieben habe, weil ich wusste, dass sie diese Gedanken definitiv auch interessant finden.
Und dann hat sie halt zwischendurch Sachen zurückgeschrieben, auf die ich dann wieder eingegangen bin. Und auf die Weise hatte ich tatsächlich ein Skript, das ich jetzt hier wahrscheinlich nicht von, ich werde es jetzt dadurch, dass ich jetzt hier mit OBS und Webcam vom Computer aufnehme, wahrscheinlich auch gleich vom Bildschirm ablesen. Aber es ist halt eben, ich habe es mal ausgedruckt, ne? Es ist zwar geskriptet jetzt, aber es kommt eben dennoch aus dem Bauch. Es ist einfach ein zeitversetztes Gespräch jetzt, weil, ja, ihr werdet verstehen, was ich meine. Es ist nach wie vor aus dem Bauch heraus, auch wenn ich es jetzt vorlesen kann, aber all diese Gedanken sind einfach nur Brainstorm. Und genau das ist das, wozu ich euch hier im Rahmen dieses Podcasts einladen möchte, also generell Bauch hier auf Sendung, einfach mit Brain zu stormen. Hier geht es nicht darum, in irgendetwas Recht zu behalten oder jemanden zu belehren. Ich bin kein Lehrer, ich bin Schüler. Schön, wenn jemand was von mir lernen kann. Aber meine Intention bei so ziemlich allen Gesprächen ist nicht, irgendjemand anderen zu belehren, sondern auch selber mitzulernen. Ja, dann fange ich mal an, das vorzulesen. Vielleicht lese ich es doch wieder. Einfach, weil es schön ist von euch. Ich kann es also. Was ich also der Vivi eingangs geschrieben habe, war Folgendes. Ich habe den Leuten oft erzählt, dass ich nicht einfach Tätowierer bin. Ach so, und direkt von vornherein, ich werde das jetzt nicht am Stück durchlesen, sondern mir geht es darum, bei gewissen Gedanken, die mir beim Lesen jetzt kommen, die noch zu ergänzen. So, das ist euch nicht wundert, dass ich ständig dazwischen quatsche. Mir geht es um die Zwischenquatsche. Sonst hätte ich einfach den Text posten können. Ich habe den Leuten oft erzählt, dass ich nicht einfach Tätowierer bin. Ich bin vor allem Künstler, aber auch eben sowas wie ein Schamane. Jemand, der bewusst mit Energie arbeitet, die er in seine Tattoos oder Bilder oder sonst was mit einfließen lässt und so die neue Materie formt. Jetzt wird das interessant. Was man als Künstler ja so tut, also eigentlich formt man alte, längst vorhandene Materie neu. So, jetzt merkt ihr schon, in was für eine abstruse Richtung die Gedanken in diesem Podcast gehen werden. Nochmal, das am Ende. Also eigentlich formt man alte, längst vorhandene Materie neu. Und es geht in Gesprächen, die ich mit diesen Menschen so führe, immer wieder halt auch eben um geistiges Potenzial und Schaffenskraft, Schöpferkraft. Wie machen wir, wie funktioniert diese Schöpferkraft? Wie können wir die bändigen und für uns nutzen? Bevor wir so weiter wie Perlen vor die Säue werfen. Also wir machen das ja, wir müssen ja nichts Neues lernen. Wir müssen uns bewusst werden, wie wir das machen, damit es nicht mehr so missbrauchbar ist und wir das viel mehr in unserem eigenen Interesse machen können und im Allgemeinen. So. Aber alle Materie ist Energie. Die neue wie die alte. Und das ist jetzt quasi das, was ich an die Liana geschrieben habe. Und das möchte ich hier mal rezitieren. Es passiert alles nur in unseren Köpfen. Alle Barrieren sind in unseren Vorstellungen von möglich oder unmöglich zu finden. Davon bin ich inzwischen überzeugt. Aber weil es mir gerade durch den Kopf geht, warum sind wir in diesem Kontext gelandet? Weil ich mich mit Liana sehr oft über freie Energie und solche Möglichkeiten unterhalte. Deswegen kommen wir hier auch gerade zu einem Herrn Kesche, der vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen wird. Das war vor ein paar Jahren jemand, der sich auch sehr da eingehend mit beschäftigt hat und Leute sehr inspiriert hat. Das erinnert mich in gewisser Weise wieder an Kesche, weißt du noch? Der auf jeden Fall auch darauf hingewiesen hat,
dass wir die richtige innere Einstellung brauchen, um umzusetzen, was wir erleben wollen. Das hat der zum einen da halt so auch auf die freie Energie und so, aber er hat das sehr generell gesagt. Also ich habe es zumindest sehr generell verstanden. Also die richtige innere Einstellung haben müssen, um das umzusetzen, was wir erleben wollen, weil das ansonsten nicht funktioniert. Ich weiß, dass Uri Geller ein Lump ist, ein Betrüger. Aber ich weiß, dass er eine ganze Meute von Spoonbändern hervorgebracht hat, die das wirklich können, weil sie davon überzeugt sind, dass sie es können. Und dann machen die es einfach. Ihr habt das schon mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube, der Trick ist der, seiner eigenen Wahrnehmung so sehr zu vertrauen, dass wir für nichts mehr Beweise oder Bestätigung im Außen brauchen. Ich trainiere das seit 2009, weil ich weiß, wie verdammt schwierig es ist. Allerdings auch, wie viel leichter, wenn man das mit anderen zusammen trainieren kann. Was nochmal genau? Seiner eigenen Wahrnehmung so zu vertrauen, dass wir für nichts mehr Beweise oder Bestätigung im Außen brauchen. Ich weiß noch, wie das bei mir war, als ich diese Lektion gelernt habe, 2009 im Wald, wo irgendwelche Elfen durch die Gegend geflogen sind. Und als ich sie dann hatte, Mike, sie ist hier, konnte ich mich nicht bewegen, konnte den Mund nicht aufmachen, konnte den Mike hier nicht rufen, der 5 Meter Luftlinie neben mir lag. Und dann hat die Elfe zu mir gesagt, du sollst den Mike hier nicht rufen. Du sollst lernen, deiner Wahrnehmung zu vertrauen. Und bei Gott, das ist eine Erkenntnis und das ist was ich gelernt habe, was ich definitiv nicht mehr verlieren möchte. Auch wenn halt eben viele für Dinge, die dabei in meiner Wahrnehmung passieren, mich für vollständig bekloppt erklären, dabei kann ich auf jeden Fall beruhigend sagen, hey Leute, das ist einfach nur in meiner Wahrnehmung passiert. So, ne, der Rest interessiert mich nicht mehr groß, aber ich weiß, was ich wahrgenommen habe. Und dass ich dem vertrauen kann. Ich weiß, dass ich dabei immer noch meinen eigenen Filtern und Interpretationen und ausgeliefert bin. Aber ich weiß, was ich wahrgenommen habe. Dass ich das wahrgenommen habe. Offener Geist ist das Stichwort. Bedingungslos offen. Sollte nach irgendeiner, ohne nach irgendeiner Antwort zu schauen. Ohne unmöglich oder möglich oder sonstige Kategorien. Offener Geist. Ein offener Geist ist offen, indem er nicht nach Antworten sucht, sondern offen ist für alle Antworten. Oder für überhaupt alles. Da können auch manchmal neue Fragen reinkommen. Für mich besteht inzwischen nicht mehr die Frage, ob irgendetwas Unmögliches möglich gemacht werden kann, sondern wie. Deswegen habe ich begonnen, wie in einem Computerspiel, einfach durch die Welt zu tingeln und die Augen offen zu halten. Und immer wieder sehe ich Puzzlestücke, die zusammenpassen und immer deutlicher kann ich ein Bild daraus erkennen, das eine Botschaft vermittelt. Ich bin noch nicht am Punkt der Erkenntnis angekommen, ich kann also nicht genau diese Botschaft wiedergeben, aber ich habe das Gefühl, mich stetig darauf hinzubewegen. Für mich ist das, was ich schreibe, höchst wissenschaftlich. Ich stütze mich dabei auf 20-jährige Beobachtungen, Feldversuche und daraus gefundenen Zusammenhängen, die ich selbst gemacht habe, wo ich nicht anderen Leuten irgendwas glauben muss, sondern ich beziehe mich dabei tatsächlich auf meine Erfahrung. Das erinnert mich an Tesla, Nikola natürlich, Edison, der mit den 2999 nicht funktionierenden Glühbirnen, bevor eine brannte, meinte irgendwann mal, er setze in seine Erfindungen 5% Inspiration und 95% Transpiration, also Schweiß. Tesla erwiderte darauf, dass es bei ihm genau andersherum sei. Und ich glaube, ich weiß genau, was das bedeutet. Einstein sprach von 95% ungenutztem geistigen Potenzial. Ist das nicht interessant? Das ist quasi genau die Zahl, von denen Edison und Tesla da auch sprechen.
Und Tesla gehörte wohl kaum zu der Kategorie derer, von denen Einstein da sprach. Also Tesla nicht, Edison wohl. Edison hat 95% seines geistigen Potenzials nicht genutzt, sondern nur 5. Und Tesla lässt sich 95% inspirieren, baut einen funktionierenden Prototypen. Immer wieder. Die Leute lernen in den Schulen und Universitäten nichts als theoretischen Blödsinn. Alles, was sie lernen, alle Experimente, die sie machen, beruhen auf Theorien. Weil ihre ureigenste Wahrnehmung, eigene Wahrnehmung, nicht die leiseste Rolle spielt. Nicht einmal für sie selbst. Wenn sie im Außen nicht bestätigt werden kann. Von irgendwem. Oder einer Studie oder einer Messung oder sonst irgendwas. Was ist, wenn genau das der Punkt ist, und darauf will ich jetzt hinaus, der alles ändert? Was, wenn wir auf diese Weise die Nutzung unseres geistigen Potenzials auf 5% reduzieren, indem wir unsere eigene Wahrnehmung keine Rolle mehr spielen lassen und dann gar nicht mehr anders können, als uns in 80 Jahren unsere Körper materiell zu ruinieren. Statt, denk an den Film Lucy, in vollem Umfang darauf zuzugreifen und gar nicht mehr danach zu fragen, wo man freie Energie herbekommt, sondern sie einfach nutzt. Kannst du mir soweit folgen? Das, was ich bisher vorgelesen habe, habe ich dann der Vivi geschickt. Und alles, was ab hier folgt, ist eine Abschrift der Kommunikation oder des Brainstormings, dem wir uns dann hingelegt haben. Und Vivi schreibt als erstes erstmal, du musst mir gerade, denke ich erstmal, deutlicher erklären, von welchen unmöglichen Dingen geregt wird. Die Löffel-Verbiegen-Sache reicht mir da nicht ganz. Dann habe ich geschrieben so, fliegen, übers Wasser laufen, jedweden Motor einfach so laufen lassen, eine passende Frau finden. Dann schreibt sie, Vögel können fliegen, Mücken übers Wasser laufen. Ich sage, guck an. Deswegen fragte ich gerade nach deinen Gedanken. Ja, stimmt. Viele können und machen einfach, was für andere unmöglich erscheint. Das erinnert mich an unseren alten Chorleiter. Wir waren im Zoo und er kam nicht mehr vom Affengehege weg. Wie machen die das? Fragte er und staunte darüber, wie sie im Affentempo von Ast zu Ast sprangen und schwangen. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen, weil ich fand das genauso faszinierend. Nach einer Weile kam er uns hinterhergelaufen und rief, ich weiß, warum die das können. Die wissen einfach nicht, warum sie es nicht können sollten. Die machen sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber. Die Miene in seinem Gesicht war das Bemerkenswerteste daran. Er war völlig zufrieden mit seiner Antwort. Und das hat mich in dem Moment, das war für mich so, als sei da was dran. Das war es dann ja auch. Ich habe im Laufe der Jahre noch sehr oft daran denken müssen und dann selbst Dinge getan, die andere für unmöglich gehalten haben. Noch nicht fliegen, das ist für mich Königsklasse, aber anderes. 15 Jahre ohne Krankenkasse oder sonstigen Netz und doppelten Boden zu leben. Mich einfach niemandem mehr zu beugen, in Klammern manchmal besser, manchmal nicht so dolle, mit dem das hinbekommen, ne? Hab mich ja zwischendurch doch wieder irgendwelchen Leuten auch zwischendurch gebeugt. Aber genau für das Training ja da. Aus Fehlern lernt man. Klar, träumen lernen. Zum Beispiel. Oder mich selbst in Chaos-Situationen selbst zu beherrschen, statt mich von anderen oder Ängsten oder Nöten beherrschen zu lassen. Inzwischen bin ich ja ziemlich zufrieden mit mir selber. Oder wirklich alles und jeden lieben zu lernen.
aber über niemanden mehr zu urteilen, im Frieden mit mir selbst zu sein. All das war für mich vor 20 Jahren noch völlig unvorstellbar, ein Ding der Unmöglichkeit und nur sehr schwer als möglich zu betrachten. Und dann Lieder zu schreiben, Bilder zu malen, Tattoos zu stechen, Bücher zu schreiben und sie tatsächlich zu verkaufen. Schritt für Schritt immer tiefer auch in die Materie einzutauchen und mich mit Telekinese zu beschäftigen und auch meine kleinen Erfolge schon erlebt zu haben. Den Wind lenken zu können, Feuer zu bändigen, Feuer zu sein, ich zu sein und alles zu tun, wonach mir gerade ist. Und wenn es ist, nach den Sternen zu greifen, sag mir von irgendwas, es sei unmöglich und ich glaub's nicht. Wie ich dieses beschissene Fliegen zur Königsklasse erhebe. Ich lese meine eigenen Worte mitunter auch sehr aufmerksam. Nicht sehr sinnvoll. Aber genau so machen wir uns gewisse Sachen sau schwer. Fliegen ist so leicht wie Pupsen, steht da jetzt in meinen inneren Einstellungen. Jetzt muss ich das nur noch glauben. Also oft genug sagen. So habe ich schon vieles Unmögliches hinbekommen. Davon reden, so lange davon reden, bis man es selber glaubt und dann ab. So weiß ich zum Beispiel auch, dass ich mein Gehör wiederherstellen kann, beziehungsweise das bereits tue. Für all die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe, keine Ahnung, ob man das einen Hörsturz nennt oder sonst was, aber ich habe auf beiden Ohren im Moment nur 50% Hörkraft. So. Dann schrieb mir Vivi zurück, es ist unmöglich, deinen Körper eigenständig und bewusst zu bewegen, wenn du verstorben bist. Es ist für den Menschen unmöglich, ohne jegliche Hilfsmittel physisch zu fliegen. Es ist unmöglich, als physiologischer Mann Kinder zu bekommen. Und warum sollten Affen das nur können, weil sie nicht wissen, dass sie es nicht können sollten? Physiologisch betrachtet haben die so wundervoll schwingen können, längere Arme und Beine als zum Beispiel ein Mensch. Somit ist das Schwungholen deutlich einfacher, wäre beim Mensch ähnlich, wenn er zu Schwunghilfe ein Seil hätte. Ich will nicht sagen, dass es nicht Dinge gibt, die einem selbst unmöglich erscheinen und dann aber noch passieren können. Aber ich denke, dass es Dinge gibt, die nun mal gewollt nicht jeder kann und daher für diesen jemand unmöglich ist. Das ist der Punkt, ne? Mir fällt halt gerade dazu noch ein, dass ich auch Menschen kenne, die das ohne längere Arme und kürzere Beine und Schwung holen, sondern die sich genauso, das ist total krass, die zu beobachten. Ne, guck dir mal Parkourläufer an, die machen mittlerweile auch einfach Sachen, wo man einfach sagt, haben die im Physikunterricht nicht aufgepasst oder was? Die interessiert das nicht. Die wissen nicht, warum sie das nicht können sollten, weil sie in Physik nicht aufgepasst haben. Ja, aber da sind wir an genau dem Punkt mit den Limitierungen, mit dem Tellerrand. Jetzt schau einfach mal genau darüber hinweg, was du alles geschrieben hast. Dahinter eröffnet sich eine völlig neue Welt mit uns tatsächlich unbekannten Möglichkeiten, die wir aber alle kennenlernen können. Und jede davon, die wir umsetzen oder schon umgesetzt haben, führt wieder zu weiteren neuen Möglichkeiten. So hat mal jemand aus 27 Tesla-Patenten etwas zusammengebaut, das danach als Radio-Weltkarriere gemacht hat. Die Gebrüder Wright hat man verspottet, weil der Tellerrand damals noch nicht mal bis zu »Der Mensch kann ohne Hilfsmittel nicht fliegen« reichte. Bevor es diese Hilfsmittel gab, konnte man sich fliegende Menschen überhaupt gar nicht vorstellen. Aber dann kamen die einfach und sind über diesen Tellerrand hinausgeflogen. Weil sie daran geglaubt haben, dass es funktioniert. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass ich morgen
Also es ist jetzt gerade Samstag, aber dass ich auf jeden Fall bis morgen am Sonntag diesen Podcast hochgeladen bekomme, auch wenn die ganze Zeit irgendwie der Wurm drin ist. Sie haben daran geglaubt, dass es funktioniert. Die wussten es mit jeder ihrer Poren. Und dann kamen Superman und Neo und andere Figuren, die uns vorstellbar machten, dass wir das auch ohne Hilfsmittel können. Und seit einem bestimmten Erlebnis 2009 weiß ich genauso wie damals die Brüder Wright, dass es geht. Egal, was irgendjemand anders denkt. Bloß weil das im Moment keiner macht, muss das ja nicht heißen, dass wir nicht alle fliegen können. Dafür darf man mich gern für bekloppt halten. Ich zwinge auch niemanden, das so zu sehen. Aber ich weiß, dass ich in diesem Traum hier, denk an mein Tattoo am Arm, irgendwann genauso fliegen kann, wie ich das inzwischen in allen anderen Träumen auch völlig bewusst und absolut fern der Frage, warum ich das nicht können sollte, kann. Da kommt mir die Frage nicht mal mehr in den Sinn. Nirgendwo. Nur hier, in dieser komischen Realität, in der Gedanken abhängig vom Geist sind und nicht von der Intuition. Weißt du, was ich meine? Da ist das nicht möglich. Dann schreibt Vivi, wie würde die Welt aussehen, wenn auch wir Menschen frei in der Lage wären, durch die Lüfte zu fliegen? Was wäre mit dem Lebensraum der Vögel? Das Gleichgewicht wäre völlig durch den Wind. Und dann habe ich ein bisschen irritiert geschrieben, echt jetzt? Du glaubst also, dass wenn wir einfach dahin gleiten können, wo wir gern wären, würde das Gleichgewicht mehr stören als die Transportmittel, die wir bisher dazu nutzen. Also glaub's gern. Ich kann nur gerade nicht ganz glauben, dass du das glaubst. Guck mir mal genau hin. Und das meinte ich überhaupt gar nicht respektlos. Es war nur in dem Moment einfach, was ich dann darin gesehen habe. Also ich glaube auch, dass der Raum über die Fläche, auf der wir gewohnt sind, uns zu bewegen, wenn wir nicht gerade im Flugzeug sitzen oder auf einem Hochhaus fallen, deutlich mehr Raum zur Verfügung stellen würde als die Fläche allein, oder? Und selbst da laufen wir immer noch aneinander vorbei. Also ich glaube nicht unbedingt, dass wir da jetzt große Zusammenstöße haben. Und die Vögel auch nicht. Aber ich weiß zum Beispiel auch, genauso wie das, dass man die Fernsehzensur brechen kann. Dann schreibt sie, ich verstehe nicht wirklich, worauf du hinaus willst. Du sprichst von Dingen, die Menschen möglich gemacht haben, indem sie Dinge erfunden haben, indem sie sich Gedanken gemacht haben, physikalische Gegebenheiten studiert haben und ausprobiert haben, bis es geklappt hat. Ist ein unmögliches Möglichmachen also all das, was vorher einfach noch niemand zuvor herausgefunden hat? Das ist richtig gut ausgedrückt. Ne, wenn wir nämlich jetzt zum Beispiel einfach von unserer sehr materiell geprägten Sichtweise mal weggehen und anfangen, uns nicht mehr als die Körper zu identifizieren, in denen wir drinstecken, sondern als das, was in den Körpern drinsteckt. Und das ist halt eben eher einer nicht materiellen Natur. Ne, das ist raus, wenn man jetzt eine tote Leiche da liegen hat, da ist das nicht mehr drin. Da zerfällt auch in kürzester Zeit die Leiche unter normalen Umständen. Da ändert die Materie sich wieder. Und da passiert das. Bewusstsein bringt unseren Körper als solchen in Form, lässt ihn durch die Form laufen. Und wenn das Bewusstsein ihn verlässt, dann zerfällt er auch wieder. Ändert sich in seine Bestandteile. Es wird andere, neue Materie daraus geformt, wie ich das eingangs beschrieben habe.
Darauf habe ich geschrieben, ich glaube, mir geht es eher um die gängigen Grenzen in unserem Kopf, die diese Dinge unmöglich machen, bis irgendetwas passiert, oder auch nicht, durch das sich diese Einstellung ändert und plötzlich als möglich erachtet wird. Das ist auch wieder nur so ein Kippschalter, da gibt es nur an oder aus. Möglich oder unmöglich, da ist kein dazwischen. Man kann nicht ein bisschen möglich oder ein bisschen unmöglich, wie mit schwanger oder tot sein. Man ist es oder nicht. Gilt auch für Männer. Die haben auf den Schalter, aber der ist meistens auf. Nein. Was ich gut finde. Mich da auch mal zu positionieren. Ich finde das gut, dass nur Frauen Kinder bekommen können als Mann. Ich glaube, Gott, die Männer sind eben doch die größeren Heulsusen. Das soll ich so als Tätowierer. Ja, so. Es geht, ich glaube, dass mir um die gängigen Grenzen in unserem Kopf, die diese Dinge unmöglich als möglich sind. Was, wenn wir anfangen, was, wenn wir Gefangene unseres eigenen Geistes sind? Das ist, ich sage es nochmal, was, wenn wir Gefangene unseres eigenen Geistes sind? Weil der eben seit geraumer Zeit nur noch auf 5% läuft. Mich hat das sehr beschäftigt, als ich angefangen habe, mein Leben umzukrempeln, um meinen Kopf nach Unstimmigkeiten zu durchsuchen. Um herauszufinden, was ich vorher wohl so alles falsch verstanden haben könnte. Dann fragt oder stellt fest, also geht's einfach nur an den Glauben an sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten. Bombe, Mädchen, Pef, wie ins Schwarze. Ja, schreibe ich, genau das ist es. Also uns, es geht um uns. Es geht um uns und was wir vielleicht eigentlich alles könnten, wenn wir denn würden, wie wir eigentlich sollten, eben frei und sich immer weiter entfaltend. Findest du das nicht auch irgendwie faszinierend? Ich würde mich wundern, wenn ich, das gilt auch jetzt für dich, der du da gerade zuhörst oder zuschaust, ich würde mich wundern, wenn ich grundlos das Gefühl hätte, dass es lohnt, diese Gedanken mit dir zu teilen. Hier kommt halt irgendwie Magie ins Spiel. Wunder. Und davon habe ich schon so viel erlebt. Dann fragt Vivi, redest du von Individuen oder der Menschheit als Ganzes? Und darauf habe ich geschrieben, beides. Das eine durch das andere und umgekehrt. Der Organismus durch jede Zelle und dadurch wieder der ganze Organismus, im Großen wie im Kleinen. Das eine entsteht durch das andere, genauso wie das, was wir jetzt gerade so unsere Welt nennen. Die übrigens auch jeder irgendwie anders wahrzunehmen scheint. Was halt vielen Leuten einfach überhaupt nicht bewusst ist. Die meinen, es gibt eine Welt und die ist so und die Fakten belegen, dass es gibt nichts anderes und du bist doof, wenn du es anders siehst. Und genau dieses Verhalten lässt unser geistiges Potenzial so verkümmern. Es ist rudimentär noch da, aber denk an Lucy. Was auch wieder sehr vorteilhaft ist, dass das jeder so sieht, wenn man es so annimmt und sich klar macht, dass das auch für einen selbst gilt, dass wir alle in unserer eigenen Wahrnehmung leben, und man sich, man darf es gar nicht sagen, so richtig Pippi Langstrumpf-mäßig die Welt so macht, wie sie einem gefällt. Das darf man natürlich, ja, weil das ist ja völlig, das System hört sowas überhaupt gar nicht gerne. Das wäre nämlich quasi das, was wir alle täten, wenn wir frei wären und nicht regiert und gestresst und völlig von uns selbst und allem anderen getrennt. Tendenz steigend, aber eben bis nur zu einem bestimmten Punkt, wie es scheint. Denn es gibt auch genauso diese andere Bewegung, bei der immer mehr Menschen auf genau diese Dinge stoßen. Ihr eigenes Potenzial, sich selbst, den Glauben an sich,
ihre Fantasie, ihre Träume und all das, was uns eigentlich wirklich antreibt. Freude, Begeisterung, all das, was uns so kontinuierlich so genommen wird. Im ständigen Konkurrenzkampf, in toxischen Beziehungen, im Gehorsam etc. Dann schreibt Vivi meine Meinung. Menschen sind zu mehr in der Lage, als sie glauben. Es gibt einige wenige, die entweder genug Eier hatten und gekämpft haben, um ihre Ideen und Träume umzusetzen oder aber einfach durch glückliche Umstände wie den richtigen Background dazu in der Lage waren. Dann gibt es die einfach zufrieden mit dem sind, was ist und wie es ist und sich diese Gedanken gar nicht erst machen. Und dann gibt es die einfach nicht die Möglichkeit haben, etwas zu verwirklichen, weil sie es gerade so schaffen zu überleben und vielleicht allein das in einigen Fällen einem Wunder gleicht. Ja, ist was dran. Ich verstehe nicht ganz, wie das, was du sagst, dem Einzelnen helfen soll, außer vielleicht dabei mehr an sich selbst zu glauben. Und dann habe ich geschrieben, ja, aber genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir alle mal wieder an uns selbst glauben würden. Mehr als jedem anderen oder an jeden anderen. Wenn wir uns selber das Vertrauen schenken würden, dass wir gewohnt sind, wie Kölle Alarv Klümpchen unter das Volk zu jubeln. Genau das ist der Punkt. Und da löst sich dann auch der Horizont auf, der Tellerrand. Und die Welt würde völlig anders aussehen. Vor allem wären erstmal alle satt, dann sinnvoll im eigenen Sinn beschäftigt, damit eine Bereicherung für das Umfeld. Und man wäre automatisch wieder wesentlich freundlicher, in Klammern vor allen Dingen im Umgang mit sich selbst. Bin ich überzeugt von. Dafür, schreibt sie dann, muss die Welt und wie sie läuft angepasst werden, nicht der Mensch. Nicht angepasst, umgewandelt, das derzeitige System geändert. Ja, das ist, da fällt mir auch wieder als erstes noch zu ein, wir müssen nicht aus dem System raus, das System muss aus unserem Kopf raus. Das System ist einfach nur, ja, das System ist einfach nur ein System, dem man weiter folgen kann oder halt eben nicht und anfängt, andere Wege zu gehen. Geschrieben habe ich dazu, die Welt passt sich den Menschen an. Aber ich weiß, was du meinst. Zu viele Leute glauben noch, sie könnten oder würden nur glauben, was sie sehen können. Dabei ist es genau umgekehrt. Also sie können nur sehen, was sie kennen. Also dachte ich mir schon vor langer Zeit, wäre es ziemlich sinnvoll, das Fernsehprogramm umzuprogrammieren. Denn das leitet leider mehr als alles andere unsere täglichen Gedanken. Selbst ich kann mich da noch bei weitem nicht von freisprechen, obwohl ich schon seit 2006 überhaupt gar keinen Fernseher mehr gucke. So weitreichend ist das. Durch die ganzen Köpfe der anderen. Die Welt passt sich den Menschen an. Das ist so. Das ist, was ich eben meinte. Das funktioniert in beiden Richtungen. Von innen nach außen und von außen nach innen. Durch die Menschheit, jeder einzelne von uns und umgekehrt. Weil es da tatsächlich so etwas wie ein Spiegelprinzip gibt. Der springende Punkt ist das Bewusstsein. Dann schreibt sie, ich glaube, ich sehe ein Problem dabei. Ich verstehe, worauf du hinaus willst und es ist ein schöner Gedanke, aber ich sehe dieses Gedankenspiel als unmöglich an. Das ist das, was ich eben einfach nicht mehr tue. Aus freien Stücken. Ich habe mich irgendwann entschieden, das nicht mehr als unmöglich anzusehen. Ich denke einfach, dass das, wovon du sprichst, nicht möglich ist, weil wir eben einfach Individuen sind. Und dann gibt es noch so viele davon.
Es wird immer die geben, die unter den Träumen und an die Ambitionen anderer leiden. Na, da bin ich mir nicht sicher. Die, die dafür zurückstecken müssen, weil die Gier anderer zu groß ist, wird immer ein immer Schlechtes auf der Welt geben und immer Gutes. Das sehe ich genauso. Ja, habe ich dann geschrieben. Aber was, wenn wir lernen, mit guten und schlechten, mit Gutem und Schlechtem anders umzugehen als Individuum? Uns vor allem aber nicht mehr von anderen sagen lassen, was gut ist und was schlecht ist, sondern da halt tatsächlich wieder auf unserem Bauchgefühl hören. Weil ansonsten ziehen wir in Kriege und finden auch noch gut, was wir machen. Wir üben Gewalt an anderen aus, zum Beispiel als Polizisten, und denken, wir seien im Recht dabei. Das ist das absolut Perverse an dieser ganzen Gesellschaft. Ja, ne? Lasst euch nicht sagen von anderen, was gut und schlecht ist. Dafür habt ihr euer Bauchgefühl. Das ist ein guter Führer. Viel besser als jeder Politiker, den ich hier gesehen habe. Besser auch als jeder Guru. Also sagen wir mal so, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir die Kurve bekommen, bevor wir ins Verderben rennen, dann könnte ich mir auch gleich die Kugel geben. Dann würde ich mir das Ende des Films nicht mehr gern mit ansehen. Der wird gerade nicht unbedingt schöner. Es sei denn eben, man weiß das Schöne darin zu sehen, nicht wahr? Und da haben wir uns nämlich auch schon drüber unterhalten. Sich darauf zu fokussieren und möglichst viel Prozent seiner Wahrnehmung damit zu füllen. Ich glaube daran. Ich möchte daran glauben. Ich glaube daran, weil ich es gruselig finde, daran zu denken, wie es sich in mir angefühlt hat, als ich nicht daran geglaubt habe. Kenne ich durchaus nämlich auch noch. Das war sehr fröstelig. Dann schreibt sie, die Welt ist schön und magisch in deinen Augen. In meinen ist sie das auch. Aber wie du schon sagtest, es geht um die Wahrnehmung. Ich nehme blühende Pflanzen und Tiere als magisch an. Musik und Kunst, schöne Dinge. Aber es gibt Menschen, die das nicht interessiert, sondern ganz andere, schreckliche Dinge. Nehmen wir mal an, ein Serienmörder, der keinerlei Gefühle empfinden kann, außer in dem Moment, wenn er Macht verspürt, ein anderes Leben zu beenden, kommt zu dir und will dich davon überzeugen, dass es das Ding ist und dass du es auch mal ausprobieren solltest. Glaubst du, er kann sich überzeugen, das Gleiche zu tun? Und wenn nicht, wie hoch denkst du, ist die Chance, dass du ihn davon überzeugst, es zu lassen, wenn es die einzige Quelle von Glück in seinem Leben ist? Krasses Beispiel, aber durchaus real. Und zwar absolut. Vor allen Dingen in dieser Zeit. Ich habe darauf geschrieben, ja, möglicherweise wird es das immer geben. Aber ganz sicher bin ich mir da eben auch nicht, weil ich immer noch sehr überzeugt davon bin, dass solche Gelüste nicht aus unserer Natur herauskommen, sondern aus erlebtem Leid, eventuell inkarnationsübergreifend, kann ich auch nicht belegen, ergibt aber durchaus Sinn, entstehen und Symptome einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft sind. Die Hölle auf Erden. Genauso wie du das gestern schon beschrieben hast. Weil wir sprachen am Tag davor darüber, wie wir uns, also wir glauben beide nicht an einen externen Himmel oder eine Hölle, sondern wir sind beide der Überzeugung, dass wir da gerade, dass wir uns das hier und jetzt durch unsere Gedanken und Wahrnehmungen und Perspektiven zum Himmel oder zur Hölle machen. Ist auch niemand anders da. Letztendlich kann uns die Entscheidung keiner wegnehmen. Wenn ich gut drauf sein will, dann kann jemand kommen, der mich da überzeugen will, dass es jetzt aber scheiße ist, gut drauf zu sein, dann wird er nicht unbedingt schaffen. Da muss er sich schon ordentlich ins Zeug legen. Und auch ja, hier, ne, kann sein, dass hier mich jemand mal völlig überzeugt, dass das Ding ist, jemand zum Beispiel bei mir jetzt nicht so, ich habe schon getötet, jetzt nicht unbedingt Menschen, aber oft genug muss ich Tieren den Gnadenstoß verpassen, weil es hier ist. Also das ist einfach nicht mein Ding. Selbst wenn ich weiß, das ist gerade das Beste, was ich machen kann.
Ich beziehe mich auf deine Worte, wenn ich jetzt sage, wir sind in der Hölle, die wir uns selbst machen. Und wenn wir damit einmal aufhören, landen wir automatisch im Himmel, der eben auch immer schon da war, den wir aber eben nicht wahrgenommen haben, weil unsere Nasen ja unbedingt in die Scheiße stecken mussten. Hier. Habe ich ja selbst lange genug gemacht, um zu wissen, wovon ich da rede. Ich glaube, wenn die meisten von uns im Himmel leben, den sie auf einmal wahrnehmen, und zwar so, wie du das eben beschrieben hast, und es dann vielleicht irgendwann mal wie eine Mode überschwappt und alle ergreift, wie Handys oder Corona oder der nächste gehypte Hit in den Popcharts, dann werden solche Gelüste nach und nach auch verschwinden. Niemand wird es mehr nötig haben, diese Macht über andere auszuüben, der die Macht über sich selbst zurückerlangt hat. König von sich selbst und niemand anderem. Ein glücklicher Mensch hat solcherlei Dinge nicht nötig. Der wird nicht mal beleidigend oder so. Die Menschheit ist tief unglücklich. Das sind nicht nur die Symptome, das sind auch die Auslöser für weitere Symptome. Kausalität, Wechselwirkung zwischen Ursache und Wirkung, die wieder Ursache für eine weitere Wirkung ist und so weiter. Dann schreibt sie, schöne Vorstellung. Och Gott, wie ich dich dafür liebe, dass du das geschrieben hast. Yeah, schreibe ich, jetzt bist du bei mir. Vorstellung. Darum geht es die ganze Zeit. Mehr ist das für mich gerade auch nicht. Aber genau darum geht es ja. Das, was wir uns vorstellen können, ist eine friedliche Welt für uns vorstellbar oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Was in Gottes Namen können wir daran ändern, denn sonst gnade uns derselbe? Ich bin ein bisschen poetisch angehaucht heute Abend, was? Egal. Ich könnte mir das nicht nur vorstellen können. Ich möchte mir das nicht nur vorstellen können. Für mich ist es wert, mein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Und ich weiß, was mein Lohn dafür ist. Ein Leben in Ruhe und Selbstbestimmung. Und zwar vollständig, weil alle um mich herum im selben Leben leben. Ansonsten nichts. Alles andere macht jeder für sich. Aber wir begegnen uns in Liebe und Respekt. Und dann auch so uns selbst. Erst dann werden wir das können. Ist auch wieder so ein zweigleisiges Ding. Ich kann das irgendwie nicht beschreiben, was ich da ein Ding nenne. Was ist es denn? Da sind immer irgendwie zwei scheinbar entgegengesetzte Kräfte, die sich durcheinander bedingen. Das ist eigentlich Hermetik. Die das eine, das andere so stark macht wie sich selbst und beide ineinander verpuffen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich kann am besten lernen, mich selbst zu lieben, indem ich andere liebe. Dasselbe gilt für Respekt, Güte, Wertschätzung und sowas. So wie ich auch Töpfern am besten lernen kann, wenn ich jemandem dabei zusehe. Und jetzt habe ich mir hier in Klammern geschrieben, dass hier irgendwo meine Gesprächspartnerin gegen 2 Uhr nachts eingeschlafen ist. Was ich voll schön fand, weil es irgendwie so das Gefühl hatte, so, ach, was sie. Ne, das ist was, was mir so auch in meinen 7 Jahren Single-Leben mit am meisten fehlt, abends mit meiner Partnerin den Tagrevue passieren zu lassen. Und solche Gespräche, und das habe ich ja oft genug früher erlebt, und ich fand das immer schön, wenn man dann da so zusammen im Bett liegt und sich gegenseitig in den Schlaf redet und da keine 3 Fragezeichen-Kassetten für braucht oder Musik oder sonst was, sondern es okay ist, wenn man darüber einschläft. Auch wenn der eine dann jetzt hier noch eine halbe Stunde dann weiterquatscht und es den anderen nicht stört. Also wir haben nicht zusammen im Bett gelegen, wir waren via WhatsApp unterwegs. Ne? Aber daran hat es mich erinnert und ich fand das voll schön irgendwie. Ich fand das schön, Vivi, dass du in dem Moment eingeschlafen bist. Ich habe dann aber meine Gedanken noch kurz ausgeführt und habe noch ein bisschen weitergeschrieben. Keine Sorge, es dauert jetzt nicht mehr so lange. Entschuldigung, dass hier zwischendurch immer so Erdbeben ist. Ne, so. Das ist eigentlich kein Erdbeben, es ist nur die Illusion eines solchen. Es ist das Polarlicht.
Weiß ich auch nicht, was ich von halten soll. Geht's mir nicht gut. Bevor ich jetzt hier vom Thema ablenke und über den Bommel vom Teufelsfisch spreche. So, ich habe dann weitergeschrieben, je mehr ich die anderen lieben kann, desto mehr kann ich mich selbst lieben. Und darauf beziehe ich mich gleich nochmal. Und je mehr ich mich selbst lieben kann, desto mehr kann ich andere lieben. Und je mehr ich andere lieben kann, desto mehr kann ich mich selbst lieben und so weiter und so fort. Spiegelprinzip. Wir sehen worauf ich dabei hinaus wollte, ist, dass wir mir ist das irgendwann mal eine riesengroße Hilfe gewesen zu erkennen, dass ich an den anderen trainieren kann, nicht so hart mit mir selber umzugehen, respektvoll zu sein, solche Sachen, lieben. Ne? Da kann man mit den anderen wunderbar trainieren. Es ist super geil, dass sie da sind und manche sind. Liebe Grüße an Silvia. Du hast da so eine, wurde mir geschrieben hast, mit der bist du eigentlich nur noch aus dem Grund irgendwie im Facebook befreundet, weil sie für dich quasi ein Sparringpartner ist. Sowas in der Art meine ich. Wir sehen im anderen immer nur das, was wir in ihn hinein interpretieren. Also genau genommen viel mehr uns selbst als den anderen. Ändern wir unsere Perspektiven oder Denkweisen, ändert sich automatisch das Bild im Außen. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass wir ein totales Arschloch kennengelernt haben, der sich dann als netter Kerl entpuppt hat oder umgekehrt. Der hat sich nicht geändert. Aber unsere Perspektiven, je mehr wir über den kennengelernt haben. Leider trainiert man uns von klein auf sehr ungünstige Denkweisen an. Und zwar explizit problemorientierte, zielstrebige, konkurrenzbasierte. Wir lernen nicht, dass wir wer sind, sondern dass wir jemand werden müssen. Unbedingt jemand sein müssen. Das impliziert, dass man niemand ist. Das ist schrecklich. Da kann ich schon verstehen, wenn wer zum Sadisten wird und Dinge tut, die nicht sehr nett sind. Wie andere umbringen, serienmäßig oder so. Und tief im Innern wissen die das auch. Und gerade Serienmörder beweisen, dass das angebliche Glücksgefühl, das sie dabei angeblich haben, nicht von langer Dauer sein kann. Sonst würden sie ja nicht ständig wieder machen. Eben genauso wenig wie der nächste Schuss einer Droge oder das nächste Tütchen. Ich habe durchaus auch noch meine Süchte und ich weiß leider zu gut, wo sie herkommen. Musste ich auch erstmal wieder zu mir kommen und ich bin auch noch nicht ganz da. Siehst mich fliegen, wenn ich da bin. In Bezug auf das, was ich eben schon gesagt habe, je mehr ich die anderen lieben kann, desto mehr kann ich mich selbst lieben und je mehr ich mich selbst lieben kann, desto mehr kann ich die anderen lieben und so weiter und so fort. Interessant, dass ich das so schreibe. So, und jetzt mache ich hier ich erzähle euch jetzt, was das, solche Sachen habe ich vorher noch nie auf YouTube in Videos erzählt. Ich erinnere mich, dass es anders anfing. Dass es nicht von Anfang an so war, dass ich das empfunden habe, als je mehr ich die anderen lieben kann, desto mehr kann ich mich selbst lieben und je mehr ich bla. Ich trainierte an Sarah, meiner Ex, sie zu lieben, so doll ich nur kann. Was wirklich nicht sehr schwer war, weil ich sie wirklich geliebt habe und sie auch absolut liebenswert war und das immer noch ist. Und das natürlich auch immer noch tue. Vor allem eben, weil ich dann bewusst die Liebe, die sie so in mir getriggert hat, als meine Liebe erkannte, die ich trainieren konnte und die eben nur getriggert, also ausgelöst wurde von Sarah. Ich habe mich dann auch voll hingegeben und so wurde diese Liebe immer größer. Und weil sie, Sarah,
diese Liebe nicht für sich selbst beansprucht hat, weil sie wusste, dass es meine Liebe ist und sie ihre eigene hat. Und das bitte ich auch zu relativieren. Es gibt nur eine Liebe. One Love. Ist euch mal aufgefallen, dass da kein Pluralwort von gibt, was die Mehrzahl von Liebe vergesse. Es braucht da gar nicht nachzusuchen, weil es nur die Liebe gibt. Aber das, wovon ich da gerade rede, das ist mein Liebespotenzial. Das ist das, was in mir zu einem bestimmten Prozentsatz freigeschaltet ist, genutzt und erlebt zu werden. Aber meine und ihre. Und wir waren uns dessen bewusst. Und weil sie wusste, dass es meine Liebe war und sie ihre eigene hatte, konnten wir diese Liebe auch auf andere überfließen lassen und die auch lieben. Ich weiß, das ist für viele eine schreckliche Vorstellung, aber auf die komme ich jetzt gleich nochmal. Und so konnten wir immer mehr lieben und dann stellte sich das ein, was ich oben geschrieben habe. Dann erst, als das einmal angelaufen war. Dann war das nämlich irgendwann, ne? Komme ich noch. So, ne, dass ich, wie ich es beschrieben habe. Ich weiß übrigens, werden viele nicht hören wollen, wieder, weil ich habe kein Problem mit Monogamie. Nochmal, ne, wenn zwei Leute sich finden, die das, bam, super geil, genieße es. Ich genieße euch dabei zu beobachten, das ist voll schön. Aber ich weiß, dass die monogame Ehe auf Lebenszeit, bis der Tod euch scheidet, das ist ein Begriff, eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche ist. Und in Anbetracht dessen, was ich da gerade geschrieben habe, möge ein Schelm sein, der sich Böses dabei denkt. Aber stell dir vor, es sei so. Dann würden wir nämlich nicht nur 5% unseres geistigen Potenzials nutzen, sondern auch nur 5% unseres Liebespotenzials. Klar soweit? Oder muss ich es wiederholen? Stell dir vor, es sei so, dann würden wir nämlich nicht nur 5% unseres geistigen Potenzials nutzen, sondern auch nur 5% unseres Liebespotenzials. Guck nach draußen, wie lieblos diese Welt aussieht, an welchen Ecken sie das tut und denkt an diese Worte. Stell dir mal vor, wie die Welt aussehen würde, wenn wir auf irgendwelchen Wegen wieder vollständigen Zugriff darauf bekämen. Jeder Einzelne, jeder für sich. Aber da das eben irgendwie einen viralen Charakter hat, könnte das die schönste Pandemie werden, zu der wir alle einander anstecken könnten. Pling, habe ich dann auch drunter geschrieben, weil ich dann auch wieder was gefunden habe. In den Noten, die ich gerade vorgelesen habe. Sarahs Liebe und meine synergierten. Die war kompatibel. Wodurch sie wuchs, wurde zu einem Wirbel von Liebe. Alles Reportage aus meiner Wahrnehmung. Der dann immer noch größer wurde, wenn wir unsere Liebe auf andere überfließen ließen. Irgendwann war sie nicht mehr in meinem Umfeld, weil wir uns irgendwann getrennt haben. Aber die Liebe ist geblieben und in mir immer weiter gewachsen. Ich liebe alle Menschen, auch die, die mir Böses wollen. Ich kann gar nicht anders, weil ich eben bedingungslos liebe. Die können meine Liebe nicht mindern. Meine Liebe ist bedingungslos, für die kann man nichts tun und die kann man auch nicht verlieren. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ich empfinde Trauer, wenn ich meine Liebsten nicht sehen kann. Zum Beispiel, weil ich sie verletzt habe und sie jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Aber damit kann ich leben. Ich wüsste nicht, warum ich sie deswegen auch hassen sollte. Ich verstehe sie ja. Aber dafür gibt es eben auch die in meinem Leben, die einfach ganz genau wissen, was ich ihnen vermitteln möchte, wenn ich ihnen im WhatsApp oder kurz ein Herz oder ich liebe dich schreibe
weil sie mich auf genau dieselbe Weise lieben. Bedingungslos. Und statt am Anfang nur Sarah, habe ich jetzt ein ganzes Netzwerk voll von Tankstellen für Liebesenergie, auf die ich nicht nur zugreifen kann, sondern die ich zu jedweder Zeit anzapfen kann, wenn gerade jemand anders Liebe braucht. Und egal, wo der ist, ich kann das dahin schicken. Und die Leute merken das. Vielfach bestätigt dadurch, dass sie sich unmittelbar danach gemeldet haben und mich fragten, wie ich das immer mache und immer mitbekomme, wann es nötig sei. Und ich verrate es dir, und jetzt auch dir, mein Bauch hat es mir gesagt. Viele sagen übrigens auch, sei das Herz, sagen wir unterm Strich das Innere. Bei mir ist es halt das Bauchgefühl, auf das ich mich da beziehe. Ich kann es mal rein, dein Herz nennen. Und was ich jetzt total krass fand an der Stelle, ist, dass ich das alles schreibe nach dieser totalen Sexdürre in meinem Leben. Ich habe die letzten 3 Jahre, ich habe 3 Jahre überhaupt gar keinen Sex gehabt. Ich hatte letztens nochmal welchen. Aber es ist jetzt auch wieder her. Aber da siehst du mal, wie hilfreich der beim Lieben vielleicht sein kann, aber definitiv nicht wesentlich ist. Sex und Liebe sind 2 grundverschiedene Dinge. So. Jetzt sind wir hier, eine Stunde, 5 Minuten. Ja, das ist doch eine saubere Sache. So eine Stunde, wollte ich den Podcast eine Stunde auf. Kann auch mal 2 werden, wenn das Thema interessant wird. Ne? Ihr könnt ja jederzeit raussnappen, wenn es euch nicht mehr interessiert. Aber wenn ihr bis hier geblieben seid, dann freue ich mich sehr darüber. Und freue mich sehr darüber, eure Gedanken dazu auch irgendwie zu lesen. Schreibt sie mir in die Kommentare. Und lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr neu da seid. Lasst ein Abo da. Freue ich mich wie jeder andere YouTuber auch. Und dann würde ich das fürs Erste hier beenden. Und mach für das andere Thema, bevor ich da jetzt anfange, drauf zu sagen, mach mal einen neuen Podcast drüber. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr dem, wovon es in diesem Podcast ging, dass ihr euch da irgendwas rausholen könnt. Weil ich weiß, dass das alles nicht einfach nur blöde Laberei war. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich aus der Erfahrung gesprochen habe. Und viele Sachen kann ich euch auch unter Umständen nicht erklären, aber ihr könnt halt eben einfach selber anfangen zu gucken, was passiert, wenn ihr eure Perspektiven ändert. Und das ist bei mir halt wirklich so, ich nehme mir dann auch Zeit. Ja, als das dann irgendwann aufkam, dass viele Leute gesagt haben, die Erde ist flach, ne? Da habe ich mir, wie ich das vorher schon gemacht habe, mit der hohlen Erde, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe wie jemand, der an eine hohle Erde glaubt. Dann habe ich mir ein halbes Jahr Zeit genommen und habe gedacht und gelebt wie jemand, der an eine flache Erde glaubt. Genauso wie ich das ja vorher schon ganz lange mit einer runden Erde gemacht habe. Und ja, seitdem bin ich eigentlich nicht mehr aus der Perspektive rausgegangen, dass die Erde materiell eben überhaupt gar nicht existiert, sondern eben Energie ist. Und das kann ich jetzt quasi, im Prinzip können wir wieder vorne anfangen zu lesen, weil da schließt sich dann für mich genau der Kreis. Das ist eigentlich genau das, worum es geht. Alle Materie ist Energie und alles, was wir erleben, alles, was wir mit dieser Materie, das ist von uns ausgelöst und wir können das beeinflussen und tun das auch den ganzen Tag. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie genau wir das machen und das dann kontrollierter in unserem eigenen Interesse machen können, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nichts von haben. Und in dem Sinn
reiche ich euch die Hand und wünsche euch wirklich von Herzen Frieden und eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ich muss hier noch auf Aufnahmen stoppen drücken. Und iPhone und dem Headset vom iPhone. Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität vernünftig ist und ich ungefähr in diesem Tonfall sprechen kann und mich trotzdem versteht. Schauen wir es uns mal an. Watch out.